Früher hat man einzelne Gene sequenziert und die Ergebnisse halt einzeln berichtet. Heutzutage sequenziert man alle kodierenden Exone oder das ganze Genom. Und dann ist die Frage, wie soll ich das in einer nützlichen Zeit für diese vielen Patienten zu Papier bringen und auch dem Kliniker erklären und im Tumorboard besprechen. Eine präzise Fragestellung in eine gut sortierte Datenbank gibt mir ein klares Ergebnis. Die Software gibt mir einerseits Informationen zur indikationsbezogenen Diagnostik, das heißt die Drug Targets und die Medikamente, für die es schon eine Zulassung gibt. Aber es gibt mir auch Informationen, und das ist mindestens genauso wertvoll, für welche Varianten oder Genveränderungen es vielleicht klinische Studien gibt, in die der oder die Patientin dann eingeschlossen werden kann. Ein wesentlicher Vorteil von MHGuide ist auch, dass es mir die Sucharbeit abnimmt, indem es mir die für die jeweilige Mutation relevanten Publikationen schon vorgibt. Das heißt, ich muss nicht mühsam für jede einzelne Variante das dann mir suchen, sondern es ist quasi schon schön katalogisiert da. Und wenn ich das dann brauche, auch im Tumorboard, ist es über einen einzigen Klick erreichbar. Also es rücken Zusammenhänge in meinen Fokus, die ich dann wieder therapeutisch nutzen kann. Das heißt also, in einer Zeitspanne, die vielleicht 2-3 Tage dauert, kriege ich Informationen, die ich sonst nur mit viel, viel Mühe und vielen, vielen Überstunden vielleicht zusammenlesen kann, wenn ich den Zugang zu all diesen Suchmaschinen habe. Auch das ist ein Vorteil von so einer Software, dass Sie das Reporting standardisieren können. Also es muss auf der ersten Seite mit einem Blick ersichtlich sein, was ist die Mutation, was ist die mögliche Therapieoption und wie sicher ist das und wie objektiv belegbar ist das. Und dann ist es praxisnah und anwendbar. Und das ist, glaube ich, das, was wir heute brauchen in softwareunterstützten Lösungsansätzen für neue molekularbiologische Therapieansätze.